Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir gehen in den Keller. So, ab in den Keller mit uns. Das ist schön kühl, da kriegen wir keinen Sonnenbrand. Jawohl. Da stören wir keinen beim Zocken. So, also Licht schalten wir mal ein. Hier haust etwas Grausiges. Ich weiß nicht, was hier haust, aber irgendwas haust hier. Man hat es gerade trampeln und schnauben gehört. Jawohl. Und ich habe das Level up vergessen, ne? Das heißt, Skillen wäre auch angebracht. Ich werde noch einmal auf Charisma gehen. Dann kann die Überredungskunst gar nicht mehr schief gehen. Und beim nächsten Level Up, das wir eh scheinbar bald erreichen werden, werde ich auf Schlösser knacken gehen, das übernächste auf Hacken, außer es fällt mir was Neues ein. Oder was anderes. Kann ja mal passieren tun. Boah, Edda. Schreck mich nicht. Ich dachte, das Monster kommt. Ich habe ja Angst. So, ist echt was. Warum haust was? Alter! Es frisst. Habt ihr es gerade gesehen? Ich lade gleich mal nach. Habt ihr das gerade gesehen? Es hat gerade gefressen. Es hat gerade die Leiche weggezogen. Oh mein Gott. Als sie hier Zuflucht gesucht haben, das war der größte Fehler, den sie machen konnten. Es hört sich aber ganz nach einer Todeskralle an, oder? Alter! Alter! Das ist ja schon wieder in einem Horrorspiel, ey. Wir haben die stärkste Powerrüstung auf der Welt. Wir haben die stärkste Powerrüstung auf der Welt. Uns passiert nichts. Uns passiert nichts. Ich glaube, das hat sogar die Wände kaputt gehauen, oder? Das ist. Uns passiert nichts. Uns passiert gar nichts. Uns passiert nichts. Alter, wenn ich mich jetzt schon in die Hose mache. Ich habe nächstes Jahr was in Aussicht, was ich gerne zocken möchte. Und ich habe jetzt schon die Hosen gestrichen voll. Alter, wie es mit. Alter, das ist echt so gemacht wie in einem Horrorspiel. Ah, lustig irgendwie. Alter Schwede. Ring. Das haben die doch absichtlich gemacht. Alter, wenn ich jetzt schon die Nerven wegschmeiße, wird es mir dann nächstes Jahr gehen. Ich bin nicht so der Fan von Horrorspielen. Ich habe es euch eh schon mal gesagt. Aber ich habe für nächstes Jahr etwas in Aussicht, was ich doch gerne spielen möchte. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, welches Spiel es sich handelt. Ich kenne den vorigen Teil nicht. Nein, kenne ich nicht. Aber trotzdem möchte ich es spielen. Ich habe sogar schon das Thumbnail dafür fertig. Zumindest mal die erste Version. Die gefällt mir recht gut. Und ja, wie ich jetzt schon die Hosen kacke, ey. Alter, da werde ich nur mehr schreien. Nur mehr schreien und heulen und weinen und. Habe ich schon gesagt, dass ich schreien werde? Boah, ey. Ist sicher nur eine Todeskralle. Maximal eine legendäre Todeskralle. Aber nichts, was uns umbringen kann. Ja, es bringt uns nicht um. Ich speichere. Ich speichere mal. So. Es kann mich nicht töten. Es wird mich nicht töten. Du Kackviech. Ich warte nur drauf, bis hier durch die Wand mal so eine Kralle, so eine Hand durchstößt, weil sie uns wittert, das Viech. Da zum Beispiel, da ist eine brüchige Wand, wusch, ne? Und zum Beispiel so irgendwie. Alter! Und dann ist es eine Baby-Todeskralle. Alter Schwede. Mit Erwachsenenstimme. Hallo? Hallo? Hallo?
Raketenwerfer, Raketenwerfer. Ist es so schlimm, dass man Raketenwerfer brauchen? Boah, ey, schaut das wild aus. Das schaut so arg aus. Ich meine, es sind nur Gunner, aber... Ich sollte mich nicht so anscheißen. Wirklich. Mit beherztem Mut. Ist es jetzt draußen? Todeskralle, ich hab's gewusst. Chamäleon Todeskralle. Moment, das kann sich anpassen, oder wie? Oh, das geht schon leicht kaputt. Oh, geht ja. Da ist noch eins. Oder mehr? Jackson hat dafür gesorgt, dass ich reisetauglich gebaut bin. Seine Modifikationen werden noch eine ganze Weile ausreichen. Oh, das ist aber schön. So viel zu Chamäleon. Ich hab's gewusst, dass es nicht Dings ist. Hab's gewusst. Da liegt was. Gesprungenes Todeskrallenei. Oh nein! Tötet es, bevor es Eier legt. Ist schon zu spät, es hat schon Eier gelegt. Aber es ist gesprungen, das ist nicht gut. Das heißt, es gibt Junge. Das heißt, es gibt Junge irgendwo. Oh Madonna. Sergeant Lee's Holoband. Ich hätte es gleich abspielen können, ich Idiot. Ich drücke immer falsch. Ich werde immer falsch drücken. RST. Sergeant, Sergeant. Hä? Da. Ein Nest voller Todeskralleneier. Ein Dutzend. Vielleicht auch mehr. Kaputtgeschlagen. Außer dem hier. Kein Wunder, dass sie uns nicht sagen wollten, was in der Kiste ist. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Bossen der Gunner und diesem aufgemotzten Schnapsschrank Wellingham gesagt, dass sie sich ihre Diamond City Kronkorken in den Arsch stecken können. Schätze, jetzt wissen wir, warum uns diese Todeskralle den ganzen Weg von Linwoods hierher verfolgt hat. Wir haben ihre verdammten Jungen geklaut. Oh Gott, wenn wir... Vielleicht können wir die Eier zurückgeben. Oh, hey Mama. Suchst du das hier? Ist das denn so schlau, das zurückzubringen? Ich meine, sind ja auch nur Lebewesen, oder? Eigentlich Todeskrallen. Ich meine, wir können schon versuchen zurückzubringen, jetzt haben wir halt die Mutter gekillt und so, ne? Wer will denn jetzt auf das Baby aufpassen? Ich meine, wir können es uns ja mal anschauen, ne? Ich meine, wir sind ja gute Leute. Hallo! Und, ja. Ich würde sagen, das speichern wir jetzt mal. Boah, das ist aber... Und so, ne? Bestätigen, jawohl. Wo müssten wir denn dafür hin? Da unten drunten? Das hier? Diamond City. Liefert das Ei aus. Und wenn wir es zurückbringen, bringt das Ei zurück ins Nest. Ich schaue es mir einfach mal an. So, da oben sind wir näher. Ich schaue mir es jetzt einfach mal an. Wahrscheinlich kommt dann Papa Todeskralle und frisst uns auf. Ich meine, wer redet da? Ich meine, Todeskrallen sind auch nur Lebewesen, ja? Ich weiß, sie schauen nicht sonderlich hübsch aus. Der Bereich steht unter unserem Schutz. Wir sind autorisiert, eine Gebühr von 2000 Kronkorken zu verlangen. Damit werde ich durchlassen. Bitte was? Erst mit einem kleinen Preisnachlass. Naja, das steht mir zwar eigentlich nicht zu, aber...
Für 1500 könnt ihr passieren. Komm schon, da geht doch noch mehr. 1000. Nimm sie oder lass es. Ich habe das Gefühl, dass du gleich eine Zahl sagst, die mir gefällt. 500. Kannst du wirklich nicht noch ein paar Kronkorken runtergehen? Hör zu, ich darf eigentlich gar nicht mit dir reden. Entweder gibst du mir jetzt das Geld oder ich knall dich ab. Was soll's sein? Wer bist du denn bitte? Was, wenn ich nicht zahle? Was, wenn ich nicht zahle? Du willst zahlen. Vertrau mir. Wer sind denn die? Na schön. Hier, nehmt das Geld. In Ordnung, Zivilist. Bitte weitergehen. Gunner Corporal. Achso, den hätten wir umknallen können. Na, was soll's. Soll er sich damit einen Lutscher kaufen? So, wir haben Wichtigeres zu tun, nämlich ein Baby, ein verwaistes, kleines Todeskrallenbaby wieder in sein Zuhause zu bringen. Ja, wir sind Umweltschützer, ja, seit gerade eben, haben wir uns selbst ernannt, die letzten Umweltschützer im Commonwealth, ja. Wow, hallo! So gehört sich das aber nicht, Berli. Ich habe ihn nur erschreckt, es tut mir leid. Ich hätte ihn nicht erschrecken dürfen. So, die Blümchen nehmen wir mit. Ich würde sagen, darüber, ne? Badadadada. Dap, 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 dap. Hüpf. Dap, 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 dap. Dap, dap, dap. Sind wir jetzt bald da? Die leben auch ganz schön abseits, ne? Diese Viecherler. Ah, ich glaube, wir haben es gefunden. So, langsam, langsam, langsam. Was? Ich mach mal. Vielleicht ist jetzt gezähmt. Ein teuflischer Auftrag. Nein. Tut mir leid, da muss ich den Papa leider auch umhauen. So, gibst du jetzt Ruhe, du Viech? So, was ist jetzt mit dem Ei? Jetzt nehmen wir es wieder mit. Leuchtender Pilz. Kann ich jetzt beides machen? Kann ich das trotzdem abgeben? Also, ich meine, beim anderen Ort? Nö, ne? Sonstiges? Nö. Ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen. Wird doch wohl hoffentlich wurscht sein. Öffne deinen persönlichen Lagerbereich. Sieh dir die Fallakten an. Berge Kleber aus Pier der Küstenwache. Ach du Heilige, da haben wir zu tun. Marinekampfrüstung, Berichte der Railroad vom so-und-so. Würde ich sagen, machen wir weiter bei Sonstiges. Bergekleber aus Pier der Küstenwache. So. Pier der Küstenwache. Schönes Nest, wirklich. Da hat es sicher schön warm gehabt, das Kleine. Alles schön radioaktiv verseucht. Ganz toll, ganz super. Toll. Wir machen weiter. Wir müssen wohin? Da irgendwie darunter. Ah, hierhin, okay. Wo ist es am nächsten? Ich glaube hier, ne? Darüber laufen, da müsste es schon passen. So. Ansonsten von der anderen Seite her müssten wir noch ein bisschen tauchen oder schwimmen, wie man das auch besser nennen möge. Ja. Also ich glaube, hier sind wir besser dran. Es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, es lädt, tralala, es lädt, tralala. Lü-lü-lü-lü-lü-lü, lü-lü-lü-lü-lü-lü. Na los, du schaffst es. Du bist der beste Ladebildschirm. Ja! Komm, hopp, 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 hopp. Mach ein bisschen ZZ. Zügig, zackig. Hm.
Ja. Super. So, und dann irgendwie da lang. Da, 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 da. Ich soll doch mal nachladen. Huch. Nachladen, nicht so. So. Sehr gut. Und es wird schon scharf geschossen. Ich glaube, das sind schon Roboter, oder? Na, das sind... Cool. Wir hauen aber ab. Keine Zeit für das. So. Da, 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 So, du bist nur ein Holzdingens. Hm. Hier konnte man mal spazieren gehen, so wie es ausschaut. Hier war es mal schön. Aha. Was haben wir hier? Fleischsäcke. Boah. Psst. Nicht so laut. Die hören mich ja. Oh je. Da piepst. Irgendwo piepst jemand. Wumps. Hä? Wo ballert denn da jemand? Wer ballert hier? Hä? Da ist er. Huch. Fleisch. Hm? Oh, da. Weg ist er. Ich glaube, das war's. Pier der Küstenwache. Edda, alles okay? Ja. Das hast du fein gemacht, Edda. Boah, den hast du zerrissen, ne? Ein bisschen aber nur. Da ist noch einer. Hm, irgendwie nett. So. Heute kein Blut vergießen. Ich fürchte aber schon, wenn der mich angeht, dann gibt's doch ein Blut vergießen. Ja, da kann ich aber nichts dafür, weil wir haben uns nur verteidigt. Ja, da hast du recht, meine Gute. So, nein? Ach komm. Ja, fast. Fast. Jawohl. Geschafft. Geschafft, du sagst es. Da ist niemand. Dann würde ich sagen, wir gehen doch mal runter. Da, was haben wir hier? Küstenwachenmütze. Ein paar Trönchen und noch ein paar Sachen. Ja, wir haben den Kleber gefunden. Supi. Rettungsring, den brauchen wir immer. Oh, ja, bitte. Entsperren. Da will ich rein. So, da. Boah, mit Anhieb. Geschafft. Supi. Huch, na, Tür öffnen. Ich habe zu schnell geklickt, Entschuldigung. Jetzt der Basta. Katschanga, Katschanga. Rapp, rapp, rapp. Was haben wir dann alles? Rapp, rapp, rapp. Da Trönchen. Oh, ich bin ich überladen? Hör auf. Ui, zwei Saves? Das ist einmal nicht schlecht. Ist nicht schlecht.
Zack, der ist offen. Ja. Yeah. Da freut sie sich. Und der zweite auch gleich. Vielleicht auch hin. Ja, sicher. Brich ab. Hast vollkommen recht. Mach nur. Aha. Aha. Nein. Fast. Nein. Ach komm. Dann mehr so vielleicht. Jawohl. Das wär's. Das wär's. Du sagst es. Ich glaube, das wär's wirklich. Und ich glaube, wir haben alles. Ja, ich bin überladen. Ätherlein, ich brauch dich mal, bitte. Kann ich das auch aufsperren? Ja, allein schon wegen den Erfahrungspünktchen. Ich weiß, das sind jetzt nicht so viele, aber es sind Erfahrungspunkte. Cool. 20 immerhin, das ist schon nicht schlecht. Unglaublich überwältigende Geschichte. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigende Geschichte gefunden. Du verursachst plus 5% Schaden mit Waffen mit Zielfernrohr. Geilo. Coole Schuhe. Ätermäuschen. Wo bist du? Wo ist die Äther? Das auch aufsperren? Auch schade. Wäre lustig gewesen. Wieder geschenkte Skillpunkte. Äther. Die ist irgendwie verschont. Ich muss gehen, Äther. Hilf mir schleppen. Mann, ey, ich habe aber keine Lust. Ja, ich dich auch hören. Tschüss. So, da hat er sich mal einen Kaffee gemacht. Hilft leider nichts. Ich glaube, ich höre die Äther. Bam. Ich glaube, sie fährt gerade unten herum. Äther, endlich bist du da. Oh ja, bitte. Das wäre sehr nett. Du kannst regelrecht meine Gedanken lesen, meine Gute. So, warte. Den Raketenwerfer auch. Das und dieses. Und jenes und das. Und das auch von mir aus. Und das und das und das und das und das. Nein, aber das und das. Da. Das hier und die drei. Das müsste schon mal reichen. Und dann halt hier war er, der ganze Schrott. So, jetzt wird wieder dran. Massen geklickt. Oder gedrückt, sagen wir so. Massen gedrückt. Bam. Sehr gut. So, was haben wir hier noch Schönes? Haarklammerbox, Süpi. Ein paar, bisschen Munition. Provisorische Batterie nehmen wir auch gerne mit. Sind wir es dann eigentlich mal so weit? Jo. Da ist noch ein Fleischsackerl. Müsste passen. Wo dürfen wir denn jetzt hin? Müssen wir da noch was abgeben oder sind wir komplett fertig? Ich weiß gerade nichts Sonstiges. Schaut aus, dass es passt. Sieh dir die Fallakten an. Welche Fallakten? Fallakten. Welche Fallakten? In Diamond City. Okay, dann bohren wir uns dorthin. Und dann schauen wir uns das mal an. So schön langsam arbeiten wir uns hier richtig brav durch. Das gefällt mir. Ich werde aber die Nebenquest mit den Raidern werde ich bewusst auslassen. Sie sind schon genug im Commonwealth und ich habe schon mehr als genug Ärger. Die werde ich mal auslassen. Vielleicht machen wir es ganz zum Schluss, wenn wir noch die Quests machen mit dem Institut, mit der Bruderschaft und so weiter, dass wir uns fix dann für die entscheiden und bei denen bleiben. Da werde ich immer dann laden und dann die andere Fraktion ausprobieren. Vielleicht mache ich es dort dazu. Ja. Ja, ne? Okay. Ah, Detektiv Valentine, ne? Wieder ein neuer Auftrag sozusagen. Ja. Was wollte ich sagen? Ja.
So circa in etwa will ich das dann machen. Also in dem Zeitraum. Entschuldigung, muss ich mal kurz umsetzen. So. Ah, so. Jawohl. Danke nochmal für den Arcanofall. Man kann nie wissen, wohin ein so schwierige Fälle führen. Jo, keine Ursache. Was haben wir denn da? Da gibt es irgendwo einen Fall. Rocco Fund 7. Halleluja. Du hast eine Ausgabe von Rocco Fund gefunden. Enthält das Holoband Spiel Zeta in Varsoorn. Ja. Mhm. Und gerollter Postenbuckel. Das haben wir noch. Noch ein Postenbuckel und Akte Earl Sterling. Fall Earl Sterlings verschwinden. Auftraggeber Vadim Bobrov. Noch ein Verschwinden zu klären, Earl Sterling. 25 Jahre alt. 25 Jahre alter Barkeeper im Dogat Inn. Dogat Inn, so. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen? Na gut. Es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt, so erzählt man es sich in der Stadt, wie immer. Vadim kam in mein Büro, angetrunken und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl von dem schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt, daher muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Dogat seine Schlüssel hat. Ich würde der Sicherheit lieber erklären müssen, warum ich das Schloss an Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe. Und der auf... Was? Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach Mist. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Mist! Das war jetzt nicht meine Absicht. Ich wollte fertig lesen. Scheiße. Naja, was soll's. Optional. Besorg dir irgendwas und mach Dozi und das. Okay. Ich hatte... Scheiße! Entschuldigung! So, zu falschen Knopf wieder mal gedrückt. Wir brauchen... besorg dir den Schlüssel zu Earl Sterlings Haus. Such in Earl Sterlings Haus nach Hinweisen. Ich habe angeboten, Nick und Ellie bei der Suche nach Earl Sterling zu helfen. Dem Barkeeper aus dem Dogat Inn. Ich muss irgendwie an Earls Haus kommen. Vielleicht finde ich dort irgendwie einen Hinweis. Ich habe immer das Gefühl, dass Earl sich für mich interessiert hat. Und dann haut er einfach ab. Typisch. Okay. Er kommt schon wieder. Da ist sicher was faul. Das kriegen wir gleich raus. Vielleicht hat er ein Kind, von dem er nichts wusste und muss jetzt so viele Elemente zahlen, dass er abhauen musste. Dieser Bordbewohner, der aus der Zeitung. Der aus der Zeitung, ja, wieder typisch. Ja, der bin ich. So, was haben wir denn da? Diamond City Markt. Soll das dann hier sein? Scheint dann wirklich hier zu sein, oder? Hier ist nirgendwo irgendwas. Ja, das scheint dann wirklich hier zu sein. Such nach Earl Sterlings Haus nach Hinweisen, besorgt den Schlüssel. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal ein kleines bisschen um, oder? Heureka! Entsperren. Das heißt, der Schlüssel ist da drüben. Der ist dann hier, was? Dogat Inn. Neo. Dogat Inn. Dogat? Dogat? Trigaut? Migaut? Schigaut? Jo. So. Aha. Lass mich raten. Gegen Bares können wir alles. Dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meierlord. Ein Meierlord? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Du wirst sehen, ich bin sehr hartnäckig. Bei ihm? Oh,
Ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Jeffy. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Risse. Er braucht Wodka. Entschuldigung. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. war nur Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Earl Sterling. Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detektiv Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier, ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. Naja, du siehst jedenfalls so aus, als könntest du einen Drink vertragen. Ist das deine Bar? Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Wir nennen ihn Bobrovs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen hatten. Schön. Zeig mal, was du ich hast. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Das ist Musik in meinen Ohren. Das glaube ich. Bester Schwarzgebrannter. keine Ahnung, glaubt nicht. Schau, da wäre Wodka und Whisky und alles. Das ist abgehauen, ne, der Russe. So. Nein, ich glaube nicht. Müsste passen, so was wir haben, oder? Danke dir. Gut, dann gehen wir weiter arbeiten. Holen wir unsere Spürnase raus und schauen, ob wir einen tollen Hinweis kriegen. Zwecks Earls Verschwinden. So, jetzt müsste der Kerl. Oh, schaut schon cool aus, ne? Vorne mit Sitzplätzen. Hast du von dieser Siedlung gehört? Covenant. Ist echt nett da und sauber. Der Zugang ist aber streng reglementiert. Aha. Na gut. Servus, Herr Augenbot. Dann gehen wir da jetzt rein, ne? Dann werden wir mal suchen. Ich habe kein Licht, oder? Jetzt habe ich Licht. So. Also, da, da, da. Jo. Da hast du wieder mal recht, meine Gute. Hundefutter, Tassen, Kaffee, Dingens. Da drüben ist, glaube ich, noch was. Da und da. Und hier und da und so. War haufenweise Geld. Damals hätten wir uns sehr gefreut, vor 200 Jahren. Ein Mais. Ein Stück Mais ist drinnen. Jawohl. Irgendwie ist hier aber nicht kein Hinweis, nicht? Oder haben wir den jetzt aus Versehen schon aufgehoben? Ich schau mal darauf. Ah, das könnte schon was sein. Nicht. Haben wir das jetzt schon, was wir suchen? Nach Hinweisen? Nö, noch nicht. Da unterm Bett ist auch nichts, oder? Durchsuche das Haus nach Hinweisen. Welche Hinweise? Wo? Ah, vielleicht im Mülleimer. Da findet man immer was, oder? Naja, außer in diesem Falle. Und am Aktenschrank hat er auch nichts hingetan. Hm.
Ah, aha. OP-Beleg. Mega. Sugray Center. Dr. Crocker, leitender Chirurg. Rekonstruktive Chirurgie. Gesicht. Operation ist nach Eingang der letzten Rate durchzuführen. Patient Sterling Earl. Was? Eine Gesichts-OP? Warum das denn bitte? Wollte er sich verschönern lassen? Oder was? Hoffentlich ist ihm da nichts passiert, der Kerl, ne? Untersuche. Ah, das ist Eta. Ach so. Hey, ich glaube, die Bobroff-Brüder suchen nach dir. Danke. Die Bobroff-Brüder. Das heißt zuerst hier rein, oder wie? Ja. Dann schauen wir doch zuerst hier rein, ne? Wenn die Bobroff-Brüder uns gerne sprechen möchten. Her von und zu Bobroff. Hallo. Hi. Du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Du schaust gleich aus wie die Dings. Earl ist Sterling. Hast du überhaupt mit Earl Sterling gearbeitet? Oh ja, man soll ja nicht schlecht von vermissen. Hier weiter. Scarlett. Jetzt geht's los. Sei still, Jeffy. Okay, du. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde, ja? Was gibt es? Nicht aufgefallen, zustimmen, widersprechen. Bitte also, was? Was gibt es? Hast du nicht zugehört? Dieser DJ Travis ist schrecklich. Da möchte ich am liebsten durch die Zeit reisen und verhindern, dass das Radio erfunden wird. Vadim! Es ist wahr. Hör nicht auf meinen Bruder. Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Wir was? Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Alter, was? Im Ernst jetzt? Ist das dein Ernst? Waren wir uns nicht eben einig, dass das ein ernstes Problem ist? Das erfordert eine ernste Lösung. Erst lockst du ihn aus der Stadt. Okay, das reicht. Vadim meint das nicht ernst. Er will Travis nicht wirklich tot sehen. Was ist wirklich los, bitte, meine Herren? Okay, also, was ist wirklich hier los? Tut mir leid. Wir haben uns nur einen kleinen Spaß erlaubt. Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Jefim und ich machen uns Sorgen um ihn. Armer Travis. Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Okay. Versuchst du es? Schwer zu ändern. Lässt sich ändern. Aussichtsloser Fall. Na, versuchst und du es? Versuchst du tatsächlich daran, was zu ändern? Ich sage Jefim, dass ich einen Plan habe. Aber er glaubt mir nicht. Du und ich, wir arbeiten jetzt an dem Plan. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm. Komm mit ins Hinterzimmer. Da reden wir über den Plan. Selbstvertrauen ist alles. Sprich mit Vadim. Hast du die Zeitung gelesen? Verdammt, es sind's. Verstecken sich mitten unter uns. Lass stecken, Mann. Ich hab es gesehen, ich hab es gehört. Die meisten Leute bestellen mit dir. Aber wir haben noch andere Drinks, falls du mal was Neues ausprobieren willst. Ja. Danke. Wo ist jetzt das Hinterzimmer? Wo ist denn der jetzt hin? Da. Hallo. Was willst du, Vadim? Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Du bist nicht nett. Ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Einzelheiten bitte. Warte auf Idee. Helfe gern. Hab nicht ja gesagt. Einzelheiten. Also, was hast du vor? Ich brauche ein paar mehr Details. Warst du schon mal bei einer Kneipenschlägerei dabei? Nein. Warum? Kann mich behaupten. Ja, nein. Was warum? Was hat das denn mit der Sache zu tun? Ich frage, weil ich möchte, dass du Travis hilfst, seine erste Kneipenschlägerei zu gewinnen. Meinst du schaffst das? Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren.
Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Wie soll das funktionieren? Brauche mehr. Ich bin dabei. Absolute Katastrophe. Wie soll das funktionieren? Soll sowas denn überhaupt funktionieren? Es wird funktionieren. Versprochen. Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Wozu brauchst du mich? Geld verlangen. Zustimmen. Schlechte Idee. Geld verlangen? Wenn die Schläger Geld bekommen, dann will ich auch was. Okay, in Ordnung. Du bekommst auch deinen Anteil. 100 Kronkorken. Ich dachte, Travis wäre dein Freund. Ist er nicht mehr wert als das? Ich merke schon, du willst mich manipulieren. Na gut, 200 Kronkorken. Das reicht schon mal. Na gut, und wozu brauchst du mich? Wozu brauchst du mich eigentlich? Hast du Travis gesehen? Er kann nicht allein kämpfen, nicht mal in einem gestellten Kampf. Er braucht Hilfe, deine Hilfe. Ah, heute ist es zu spät, um die Sache noch zu arrangieren. Komm morgen Abend wieder, nach 6. Dann wird alles bereit sein. Großartig. Hurra. Schöne Aussichten. Und mit diesen schönen Aussichten beenden wir den heutigen Part. Unfassbar. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!